Die Bibel sagt in Sprüche Kapitel 28, Vers 13, wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt, man könnte vielleicht auch sagen beichtet, ja, du bekennst deine Schuld, wer sie aber bekennt, achte darauf, und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Schau, wenn es um Errettung geht, worüber wir jetzt eigentlich nicht sprechen, dann ist ganz klar, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Es ist nur Glaube, Glaube allein, nicht irgendwie, dass du Buße von Sünden tust, dass du ein besseres Leben lebst, ansonsten würde jeder zur Hölle fahren. Aber, wenn ich jetzt zu dir als wiedergeborenen Christen spreche, wenn ich jetzt dir etwas als geretteten Menschen sage, du musst von deinen Sünden umkehren, wenn du willst, dass Gott barmherzig mit dir umgeht. Ja. Du kannst nicht einfach denken, und das, was die Bibel hier lehrt. Wer sie aber bekennt und lässt seine Schuld, der wird Barmherzigkeit erlangen. Sprich, wenn du einfach nur deine Schuld bekennst, aber nicht lässt, wenn du Beichte ohne Buße hast, dann wird Gott nicht barmherzig mit dir umgehen. Ganz einfaches Prinzip, Sprüche 28, Vers 13. Wenn du heute Abend betest und Gott um Vergebung bittest für deine Sünden, was du tun solltest, ja, wir wollen im Reinen sein mit dem Herrn. Wir wollen eine gute Gemeinschaft haben mit dem Herrn. Wir wollen nicht, dass irgendetwas zwischen uns und dem Herrn steht. Wir sollen unsere Sünden bekennen, ja, ich bin dafür. Aber weißt du was? Am nächsten Morgen steh auf, lies deine Bibel, wandel im Geist und bete, dass Gott dir hilft, seinen Willen zu tun und die Sünden, für die du dich geschämt hast, die du Gott bekannt hast, über die du traurig warst, dass du sie lässt. Und wer seine Schuld bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Du kannst es vielleicht erreichen, wenn du deine Schuld bekennst und sie lässt, dass Gott nochmal gnädig mit dir umgeht und dich nicht bestraft. Und das ist etwas, was ich oft bete, was ich wahrscheinlich jeden Tag bete. Herr, bitte bestrafe mich nicht dafür. Und natürlich, weißt du, am nächsten Tag, was mache ich? Ich versuche im Geist zu wandeln. Ich versuche es zu lassen, was ich getan habe. Ich versuche es besser zu machen. Durch den Heiligen Geist. Durch die Hilfe Gottes. Okay. Sei nicht wie ein Hund, der zu seinem Gespei zurückkehrt. Das ist auch etwas, was die Bibel sagt. Wie ein Hund, der zu seinem Gespei, sprich zu seinem Erbrochenen, zu seiner Kotze zurückkehrt, so ist ein Narr, der seine Dummheit wiederholt. So als würdest du wie ein Hund wieder deine eigene Kotze essen. So ist ein Narr, der seine Dummheit wiederholt. Wiederhole nicht deine Dummheit. Glaube nicht, dass Gott dann einfach so barmherzig mit dir umgehen wird. Ja, du schnell bekannt, schnell gebeichtet und dann weiter. Und hier ist das Ding. Typischerweise, die meisten, die so sind, die das machen, sind natürlich Ungläubige, sind natürlich Katholiken oder so. Gutes Beispiel. Aber gibt es nicht auch Christen, die so sind? Ich meine, auch als Christen können wir Heuchler sein. Als Christen sind wir immer noch Sünder. Gibt es Christen, ich meine tatsächlich wiedergeborene Christen, die extrem gottlos leben, die nicht umkehren von ihren Sünden? Ja. Nun, wird Gott ihnen barmherzig sein? Nein. Sie werden weiterhin ein versautes Leben haben. Sie werden weiterhin vom Herrn bestraft werden. Wir sollten nicht Leute sein, die in das Wort Gottes lesen, dann weggehen und es vergessen. Wir sollten nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern auch Täter des Wortes. Und hey, wenn du deine Schuld bekennst und lässt und Gott um Vergebung bittest und es lässt, hey, du wirst Barmherzigkeit erlangen. Gott wird gnädiger mit dir umgehen. Aber wenn du deine Schuld nicht lässt, nun, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Natürlich, es gibt immer Konsequenzen von Sünde. Ja, es wird immer irgendeine Konsequenz geben. Es gibt nämlich auch die eingebaute Konsequenz von Sünde. Es ist nicht so, dass das gar nichts passiert, aber du kannst es vielleicht erreichen, wenn du deine Schuld bekennst und sie lässt, dass Gott nochmal gnädig mit dir umgeht und dich nicht bestraft. Nun ist es was anderes, wenn du mutwillig sündigst, weil dann gibt es keinen Ausweg. Wenn du mutwillig sündigst, du weißt ganz genau, irgendeine Versuchung oder so, ich sollte das nicht tun, du machst es trotzdem. Gibt es da wirklich einen Ausweg, dass Gott dich nicht bestraft? Ich glaube nicht. Das ist, was Hebräer Kapitel 10 lehrt.